Letztlich war es Sekundensache. Der rund 153 Meter hohe, Bleistift genannte Sendemast des ehemaligen Mittelwellensenders Wilstruff neigte sich gen Südwesten. Dann stürzte der 110 Tonnen schwere Stahlkoloss zu Boden. Allerdings war die für 9.45 Uhr angesetzte, aber schon eine Viertelstunde eher erfolgte Sprengung gescheitert. Danach mussten Arbeiter die Abspannseile mit Schneidbrennern in einer nicht ungefährlichen Aktion kappen. Ein 10 Meter langes Stück des Rohrmastes mit 1,5 Meter Durchmesser sowie der Fußpunktisolator aus Keramik sollen als Ausstellungsstücke erhalten und dem Förderverein Funkturm Wilstruff übergeben werden. Die gesamte Anlage des 2013 außer Betrieb gegangenen Mittelwellensenders steht unter Denkmalschutz. Trotzdem erhielt der Eigentümer, die Media Broadcast, die Abrissgenehmigung. Es gab zwischendurch eine kleine Verzögerung, aber das Endergebnis ist im Endeffekt, dass der Turm liegt und es ist sowohl kein Schaden an Menschen, Tieren oder auch ein Sachschaden entstanden. Im Endeffekt ist eins passiert, dass die Lasche nicht vollständig durchtrennt wurde und dadurch im Prinzip das eine Seil noch gehalten hat und verhindert hat, dass die anderen beiden Seile oder vier Seile aus der anderen Richtung den Turm zu Fall gebracht haben. Der Sendebetrieb war 1954 mit dem Programm Radio DDR 1 aufgenommen worden. Die Sendeleistung betrug 250 Kilowatt. Damit war Wilstruff einer der stärksten deutschen Mittelwellensender. Später kam über einen zweiten Sender der Berliner Rundfunk dazu. Während des Prager Frühlings 1968-69 wurde ein Propagandaprogramm in tschechischer Sprache von Wilstruff aus abgestrahlt. Nach der Wende spielte der Sender eine wichtige Rolle beim Kampf um den Erhalt des Programms DT64. Später wurden von hier aus MDR Info, die Stimme Moskaus sowie Mega Radio gesendet. Am 30. April 2013 wurde das Programm MDR Info abgeschaltet und damit der Sendebetrieb komplett eingestellt. Während der Aktion am Sonntag war die Autobahn 4 zeitweise gesperrt.